schneide und mit Rossis positiven, glücklicherem Ausgang. Hishuen eröffnet den ersten Satz. Penholder-Spieler, also traditionelle. Und direkt ein Break für Jörg Roskopf, 2:0. Gehört dazu einer aussterbenden Spezies der kurzen Noppen, die eigentlich ihre besten Zeit einen sehr, sehr guten Rückhandblock parallel verfügt. Angenehm und etwas unberechenbar und unbequem zu spielen. Unten gedrückt ist also eher noch etwas Unterschnitt als eine normale Vorwärtsrotation. Die Laufrichtung von Jörg Roskopf gespielt. Die Aufschläge von Hishuen, die sehen auch so verführerisch aus, als wenn man die einfach so reinziehen könnte. Kurz zum Teil. Ja, und es ist vor allem schwierig, diese Rotationsgeschwindigkeit des Balles aus, um eben mehr Schnitt zu geben. Und es ist immer ein bisschen mehr. Spanischer Gegner, deshalb steht es 8:8. Weise recht wichtigen Auftaktsatz. Aufschlag dann attackieren. Drei Aufschläge nun für Jörg Roskopf. Dem Linkshänder Sidespin, Satzball Roskopf. Hat nochmal mächtig aufgedreht in dieser Saison. Die 5 beste Bilanz. Die Mannschaftsweltmeisterschaft in Bremen vom 24. April. Tatsächlich auch für Chiven nochmal mit langen Aufschlägen selbst an. Das ist ja auch eine sehr, sehr gute Qualität. Und das ist vor allen Dingen ungewohnt für die Spieler. Ja. Weil man kennt es einfach nicht. Das kann man eigentlich nur so. In der Spitze Linie die Aufschläge kurz, mal mit mehr, mal mit weniger Rotation zu platzieren. Sein gefürchtete Rückhand anzusetzen, hat er zweimal daneben gezogen. Ist für seine Verhältnisse zwei. Rückschlag, Fehler jetzt. 3 Punkte Führung für Hishuen. Alle bis 11 sind 2 oder 3 Bälle, die man macht oder nicht macht, oft vorentscheidend für den ganzen Satz. Deshalb auch noch alle Chancen. 9:5 nun für den Chinesen im spanischen Dress. Satzbälle gegen ihn, den 36er. Ja, ein bisschen offener. Wie gleich sowieso alle Chinesen mittlerweile eigentlich so ein bisschen. Auch immer wieder beeindruckt, wie er das schafft. Ja, eindeutig. Also ich glaube, wenn es alle rausgeht und das ist ja einfach das Entscheidende. Er hat sich dieses Jahr auch nicht nur passives Spiel angeht, zum Beispiel was seine Bewegungsabläufe angeht, die er kürzer gemacht hat, deutlich verbessert in diesem Jahr. Die man im Tischtennis andauernd machen muss, egal ob mit 16, 26. Und an Jörg Roskopf liegt es nun wirklich nicht, das ist für Gönnern wahrscheinlich, der in der Bundesliga nahezu konkurrenzlos ist. Weil Boll fast immer 2 Punkte holt, Roskopf zumindest für einen guten, auf internationalem Parkett meistens besser spielt als in der Bundesliga. Apropos, Samsonov im anderen Halbfinale, aber dann doch noch mit 3:2. Es könnte also eine Wiederauflage der Endspiele vom Vergangenen. Mit seinem Team heute einen möglichst hohen Sieg vorlegen, Jörg Roskopf. Die viel von Taktik geprägt ist.
sehr, sehr schwierig ist, immer Spin und Rotation von Jörg Roskopf abzuschätzen. Der Ball bleibt auch immer so ein bisschen stehen, wenn der Richie Wenn blockt. Ist nicht ganz einfach, da in große Ballwechsel zu kommen. Vornehm Chinesen. Ja, das sieht man mitunter häufig, wenn er nicht ein bisschen Druck auf ihn ausübt. Dann spielt er auf diese vermeintlich weichen, vermeintlich einfachen Bälle etwas. Von Timo Boll, der seinen Mannschaftskollegen in einer Partie, die für Roskopf sehr, sehr viel.